höre schon wieder ein, oder? Oben? Was ist das hier? Kann ich da irgendwo hin? Nee. Irgendwie verwirrt mich, dass es so uneinsehbar ist. Aber die kann ich zumindest überraschen. Oder den. Ist das nur einer? Nee, da kommen noch ein paar dazu. Gut. So, jetzt haben wir einen Hebel hier. Wozu ist das jetzt da? Achso, da können wir in die Mitte springen. Ah ja, habe ich schon wieder ganz vergessen. Der Weg nach oben dauerte so lange. Zumindest für mich, nicht für euch. Wegen den Kämpfen, dass man schon wieder vergisst, wo man überhaupt hin möchte. Zweimal Obsidian-Erz. Das heißt, ein bisschen Kohle. Wo kommen wir jetzt eigentlich hin? Was ist das hier? Irgendwas mit Turm war das, ne? Irgendein Turm, der halb untergegangen ist oder so. Ah. So kommen wir zu Romaya. Das war das schon damals hier? Oder sind wir überhaupt im Bossraum? Oder ist das jetzt ein anderer Ort? Müssen wir jetzt nochmal gegen sie kämpfen? Was, ihr schon wieder? Wie habt ihr diesen Ort gefunden? Du hältst Herzog Emmenschrei gegen seinen Willen dieser Welt fest. Wir beenden das hier. Oh nein, sicher nicht. Was, nicht? Niemand stiehlt mein Tagebuch und stürmt mit Forderungen hier herein. Das magische Objekt, das sie ihn bindet, wo ist es? Das Medaillon gehört mir und mir allein. Es ist also ein Medaillon. verquatscht. Unverschämtheit. So ein bisschen wie Hagrid. Ungehobeltheit. Nicht schon wieder. Ja, wir haben die schon mal platt gemacht, ne? Kennt ihr sie? Sie scheint euch nicht besonders zu mögen. Genug, dieses Mal lasse ich keine Gnade walten. Ihr werdet mit eurem Leben bezahlen. Macht euch bereit. Okay, aber sie bleibt sie. Sie verwandelt sich jetzt nicht irgendwie in ein Monstrum oder sowas. Ist ja top, dass ich nicht jetzt vollgeheilt bin. Jetzt sollte ich das erstmal machen. Erstmal ein bisschen regnerisch. Was ist das für eine Mucke, Alter? Geil. Nekromantie. Oh, das war der Boss. Scheiße. Das war kacke. Oh, den habe ich gar nicht gemocht damals. Den fand ich richtig scheiße. Ich möchte erstmal desorientieren. Ja, ich glaube schon. Die darf nicht drankommen. Das ist wichtig. Und die nicht noch mehr beschwört. Und wir müssen die Haufen da erstmal wegmachen. Schwebezustand. Dann könnten wir die nochmal reinziehen. Aber ich glaube, ich greife lieber normal an. Oder... Das bringt mir, glaube ich, auch nicht so viel. Ja, ich glaube, er bleibt schon drin. Das ist schon gut, ja. Macht gut AOE-Schaden. Aua. So, sie... Ah, nee, wir können jetzt nicht tauschen. Wir müssen jetzt leider mit selber was machen. Sonst würde ich ja mit C-Roy die wieder langsamer machen, aber geht jetzt gerade nicht. Wir müssen nochmal einen Sonnenball einsetzen. Diese Kackhäufchen gehen nicht kaputt. Ich weiß auch nicht, ob die nochmal wiederkommen sollten. Oh, nö. Wie macht die... Die macht den Häufchen selber Schaden beschwert dadurch? Ich dachte, die Häufchen werden dann zu Monstern. Okay, das habe ich anders in Erinnerung, glaube ich. Wie war das bei den Dingern? Physisch gut? Oder auch eher magisch? Scheint alles magische Kreaturen. Also Magie. Scheint da mehr Schaden zu machen. Was ist das für ein Kackturm jetzt? Was haut die denn jetzt raus? Okay, wir machen doch einen Schwebezustand. Den Turm. Ich möchte gleich mit dem Sonnenball alles treffen können.
alle Ziele. Deswegen packen wir die alle ganz schön zusammen. Okay, der ist jetzt zweihändig unterwegs. Das war mal gefährlich. Das ist echt schon eine halbe Ewigkeit her, ne? Dass wir hier waren. Jetzt hat er keine MP mehr. Top. Einfach einen Sichelbogen. Machen wir es einfach so. Okay, der eine ist weg. Noch eine Säule. Ah, das sind mehrere Dinger. Wir müssen mehrmals angreifen. Jetzt verstehe ich das. Okay, Mond und Stumpf. Aber das geht nicht auf sie, ne? Ah, verdammt, ich war Idiot. Das geht ja natürlich auf die Säule. Konnte mir nicht behindern. Okay, okay, okay. Ah, wir kriegen das schon hin. Das war langsam, aber egal. Hat noch funktioniert. Oh, guck mal, das eine Ding, das Knochenhäufchen-Ding ist kaputt. Das ist schon mal gut. Das heißt, das Ding kann nicht mehr so viel HP haben. Oh, ups. Das war nicht so effektiv. Die Ultimate ist bald voll. Wir haben auch Combo-Punkte, die wir einsetzen könnten. Aua. Oh, Zero ist down. Ich jetzt erst. So, der ist auch weg. Uiuiuiui. Was hat sie denn jetzt vor? 4 Züge und irgendwas richtig krasses. 3x Mond. Ich würde sagen, Moonring ist schon mal drin, ne? Sonst kriegen wir das, glaube ich, nicht hin. Selbst mit Combo-Attacken kriegen wir das, glaube ich, sonst nicht geschissen. Deswegen machen wir das jetzt mal erstmal so. Aber wir bräuchten gleich eine C-Rai für das Gifting. Obwohl, er kann das auch machen. Bringt das aber nicht so viel. Er muss Combo machen. Das ist Arkan. Das bringt uns leider nicht so viel. Mehrere Ziele. Arkan-Sonne. X-Schlag wäre perfekt. Ja, X-Schlag wäre perfekt. Aber kriege ich jetzt gerade noch nicht hin. Dann machen wir jetzt erstmal Schwerter weg. Dann zwei Stumpfe. Und dann die Combo. Sollte gehen. Jetzt noch die Combo rein. Machen wir das mal. X-Schlag. Let's go. Da haben wir sie aufgehalten. Der Fleischhaufen? Ja, okay, der überlebt noch. So, Skills. So, den Sonnenball, den haben wir uns in den letzten Folgen ja schon oft genug angeguckt. Den machen wir vielleicht mal heute nicht. Auch wenn ich den gerne mag. Machen wir vielleicht mal dich. Luanas Macht. Sieht ja auch wunderschön aus. Der 324 Schaden. Wieso stirbt dieser Fleischhaufen hier nicht? Wie viel HP hat der bitte? Er hat doch jetzt schon so viel Schaden bekommen. Das orientieren wir mal. Einfach damit die nicht drankommt. Oh, jetzt hat sie wieder die Säule. Okay, Arkan und stumpfer Schaden. Das kannst doch du, ne? Einmal mit Beast. Oh, nee, ich Idiot. Ich denk da nie dran. Das geht nicht, Junge. Schon wieder verpeilt. Was ist das denn? Knochenkäfig? Oh, jetzt habt ihr wieder so viel. Und das können wir jetzt nicht aufhalten.
Das geht leider nicht. Wir haben nur einen Zug dafür. Teufelsfeuerregen, das hört sich nicht gut an. Boah, 83. Ah, ging noch. Ja, sehr schön. Geht auch rüber. Macht aber leider den Knochenhaufen nicht ganz weg. Jetzt bringt das C-Rise schon wieder um. Kannst du das bitte lassen? Ich finde das nicht cool. Was bringt eigentlich dieser Knochenkäfig? Dass sie nicht interagieren kann oder so? Wahrscheinlich. Okay, der Fleischhaufen ist jetzt weg. Das war der letzte. Hat aber nochmal 288 HP. Ist schon übel. Okay, 112. Das war aber nicht verwundbar. Dafür. Ich würde sagen, Feuer und... Nee, Feuer und Flamme erst, glaube ich, wenn sie den Sturm weg hat. Die Säule. Ich glaube, vorher ist doof. Okay, geht noch. Dann setzt du mal eben ein Item ein. Verwünder regeneriert 110 LP und 6 MP. 155 LP, das ist gut. So. Wir haben da ja drei Kügelchen. Du bist das aber nicht mit Feuer, ne? Das müsstest du das sein hier. Gibt ja auch Sinn. Feuer und Flamme. Einmal drauf. Gucken wir mal, ob wir sie treffen können. Weil das ist immer schwierig bei so einem kleinen Gegner. Oh Gott, wo willst du denn hin? Komm wieder zurück. Alter, das ist schwer zu steuern, ey. Okay, ich habe sie kaum getroffen. Trotzdem noch 305 Schaden. Ist gar nicht mal so wenig. Dafür, dass wir sie kaum getroffen haben. Ich finde sie jetzt aber nicht so schwer. Also sie ist ein bisschen nervig durch diese Säule zum Beispiel. Aber ansonsten ist sie nicht schwierig. Aber ich finde auch, ich habe so viel Optionales schon gemacht. Eigentlich sollte ich auch ziemlich stark sein. Habe aber nicht das Gefühl, dass ich so umhängt bin. Das ist schlecht, dass es jetzt so jetzt kommt. Für den X-Schlag brauchen wir noch einen Kombo-Punkt mehr. Den kriegen wir leider nicht hin. Wunderang. Aber wir kriegen das ja generell nicht hin. Weil dieser scheiß Knochenhaufen jetzt immer noch da ist. Ja, komm, einfach erstmal den Knochenhaufen weg. Tja. Dann greifen wir so an. Dann greift sie auch so an. Haben wir schon mal das Gröbste weg. Das Ding ist... Ja, kriege ich nicht hin. Ich kann die Monde noch wegmachen. Ich kann sie jetzt aber nicht verlangsamen. Das hätte ich gerade machen sollen. Und mich auch normal angreifen. Ich bin blöd gewesen. Ah, ich greife einfach so an, Moonerang. Reicht aber nicht. Macht auch nur 120 Schaden, ist richtig wenig gewesen. Ich habe aber auch nicht komplett durchgetroffen. Ich verteidige zu früh hier. Das kriegen wir aber weg. Jetzt haben wir alle drei Kombo-Punkte voll. Ich warte mal eben kurz ab, ob die noch irgendwie was machen möchte. Nee, keine neuen Sachen. Dann würde ich sagen, machen wir Feuer und Flamme vielleicht wieder. Ja, das war eigentlich scheiße, ne? Obwohl 300 Schaden war nicht schlecht, aber irgendwie würde ich gerne was anderes machen. Mehrere Ziele fügt allen Zielen, stellt Ziel für mehr. Einem Ziel, Einzelziel. Machen wir einfach das. Zumindest ein Einzelziel-Ding. Und wir haben die Ultimate nochmal. 183, ja, okay. Jetzt auch nicht so stark gewesen. Ich
möchte von ihm nochmal den Ultimate-Dings ansehen. Der große Adler. Das sah auch cool aus. Das ist auch auf alle, ne? 246 Schaden. Ja, das ist schon besser mit Zale oder Valea was einzusetzen. Außer es kommt natürlich auf den Boss an. Aber bei dem Einzel-Target-Bossen wäre es schon gut gewesen, das nicht zu machen. Wollen wir mal eine Giftsalbe versuchen. Wie gut ich da denn noch bin. Zumindest sehe ich C-Rai. Das hilft immer schon. 287. Ah, schon mal besser als der Moonring. Das ist wieder so ein unendlicher Kampf, ne? Die Bosskämpfe hier dauern immer echt lange. Ich meine, wenn euch der Kampf zu lange geht, dann könnt ihr immer noch vorspulen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Okay. Noch ein Käfig mal wieder. Okay, sie ist... wir könnten es vielleicht hinkriegen. Ach, C-Rai ist ja im Käfig. Stimmt ja. Wollte C-Rai wechseln gerade. Damit die langsamer macht. Ja, dann weiß ich nicht, ob wir es hinbekommen können. Wir müssen sie jetzt erstmal befreien. Dann diese Klinge. Okay, wir können sie nicht einsetzen. Hat sie erledigt. Warum können wir nicht Feuer und Flamme? Achso, weil 3 Kombo-Punkte. Gegen ein Einzelziel. Machen wir das mal. Oh, zum Treten. Ja, okay, ich habe es nicht hinbekommen, aber sie ist erledigt. Perfekt. 18.000 Erfahrung, nice. Moment, Moment, ich gebe auf. Schon wieder. Gut gekämpft, gnädige Dame. Fang gar nicht erst an. Es ist okay, Romaya. Gib uns einfach das Medaillon, dann verschwinden wir. Und verschämte Narren mit ihren Kräften, die sie nicht verdient haben. Es geht mir gerade so ein Licht auf, ne? Wir haben einen Sarg gesehen. Und da waren so zwei Slots drin. Entweder kriegen wir jetzt eins von zwei und wir müssen noch irgendwie das zweite Medaillon finden. Oder das reicht jetzt schon. Wir können dann diesen Evan Try befreien. Das ist interessant. Hier ist euer Medaillon und jetzt geht. Naja, es könnten... Es ist halt offen, es ist so eine Brosche mit einem Bild drin, ne? Aventry-Medaillon erhalten. Könnte vielleicht reinpassen. Und sagt Herzog Aventry, dass er gefeuert ist, verstanden? Er gekündigt nicht, er ist gefeuert. Naja, okay. Nochmal kurz Machtposition stärken. Gnädige Damen, warum bist du immer so wütend? Weißt du, in meinem Dorf... Ist, vergiss es. Entschuldigung, für wen hältst du dich? Psst, gehen wir einfach, okay? Ja, Zeit zu gehen. Yep. Kommen wir jetzt raus? Okay, wir sind einfach links jetzt hingegangen. Ich muss mal ganz kurz zurück. Die braucht etwas Zeit für sich. Okay, wir dürfen nicht zurück. Ich wollte nur gucken, ob in dem Raum vielleicht noch irgendwo ein Schatz ist. Aber wir sind jetzt wieder draußen. Okay. Dann ruhen wir uns einmal kurz aus. Das war ganz nice. Momentan jede Folge erstmal ein Bosskampf. Obwohl, speichern ist besser, ne? Dann schauen wir mal, ob wir da zu dem Sarg irgendwie was auch machen können. Warte mal, ist hier denn jetzt noch irgendwas? Oder waren wir jetzt überall? Da können wir nicht dran vorbei, glaube ich. Hier links war ich nicht, aber da ist auch nichts. Okay. Ja, ich denke, ich habe hier über alles. Keine Ahnung. Ich habe einen Muschel. Bin ich schon sehr zufrieden mit, denke ich. Komm ich irgendwo hoch? Ja. So, bitte zurück. Was? Scheiße, da stand irgendwas Besonderes. Ich dachte, das wäre irgendwie der Standardtext. Irgendwas mit der Jong stand da. Sorry.
Einfach weggeklickt. Ich dachte so standardtextmäßig, so, ja, wollt ihr zurück und so, keine Ahnung. Und dann alles gereimt. Aber nichts davon. So, hier ist er nämlich auch. Eventuell-Medaillon, können wir ihn auch geben. Dieses Medaillon. Hm. Er will da, dass du am Ende diejenige bist, die mich rettet. Wie romantisch. Was? Danke für eure Hilfe, ihr tapferen Seelen. Hier, nehmt den Schlüssel zu meinem Sarg. Ich habe für seinen Inhalt schon lange keine Verwendung mehr. Doch für euch hat er wohl mehr einen Wert. Herzog Eventress Schüssel erhalten. Oh, doch ganz anders, als ich dachte. Lebt wohl. Befreie Herzog Eventress Seele. Nice, okay, wir haben es geschafft. Ich dachte, ich glaube, hier ist es drin, oder? Ja, genau. Ich dachte jetzt hier links, da haben wir so zwei Fächer und ich dachte, da gehören jetzt vielleicht so zwei Medaillons rein, aber es ist doch ein bisschen simpler. Aber mit dem Schlüssel. Rüstung der Sonnenfinsternis. Okay, die hört sich krass an. Das Eventray-Wappen. Damit haben wir nochmal eine Geschichte. Wahrscheinlich zu ihm selbst. So. Ach, die hat er schon an. Guck mal, habe ich schon wieder vergessen. Aber, das sieht mal lustig aus. Dann kann sie den noch tragen. Der ultimative Schutz der Krieger der Sonnenwende. Ja, habe ich schon wieder vergessen, dass wir so ein Ding hatten. Ah, guck mal, da kommen wir nochmal an die stärksten Rüstungen. Über solche Quests haben wir nochmal eine Geschichte freigeschaltet. Finde ich gut. Können wir uns bei Zeit nochmal anhören. Ich muss ja auch nochmal zum Quizladen ja hin. Aber wie gesagt, das werde ich dann so, keine Ahnung, irgendwie offscreen machen. Ich glaube, das, wie gesagt, ist nicht so interessant. Grüne Flamme bitte. Wäre jetzt cool, wenn es noch eine rote Flamme geben würde. Man könnte noch einen Ort, aber vielleicht wäre das auch too much. So, ja, da ist wie gesagt das Quiz. Dafür brauchen wir halt irgendwas noch. Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, was es ist. Ich dachte vielleicht, kriegen wir über das Rätsel hier das nötige Item. Ach, warte mal. Ich war ja jetzt woanders. Ich war jetzt gar nicht mehr. Moment, vielleicht kriegen wir das Item sogar noch. Nee, warte. Da kamen wir raus, ne? Da muss ich nicht nochmal hin. Nee, ich glaube, es hat sich erledigt. Da kamen wir raus. Wir haben die Schatztruhe. Okay, dann würde ich sagen, Brisk oder so. Gibt halt so viel noch irgendwie, aber ich denke mal, Brisk ist jetzt einfach die nächste Anlaufstelle. Hallo? Bitte landen. Sieht wie so komisch unter den Drachen da. So, Hafenstadt Brisk. Waren wir schon lange nicht mehr. Willkommen in Brisk. Habt ihr es schon gehört? Die Eremitenarena ist endlich offen. Nice. Sehr schön. Da wollen wir hin. Die Eremitenarena. Warte mal, Eremitenarena? Will ich mich verarschen? Soll ich jetzt gegen alte Eremiten nochmal kämpfen oder wie? Ist ja nicht ja schon ein bisschen frech, dass ihr Eremiten jetzt hier nochmal aufbeschwören wollt. Okay. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich sonst noch. Warte mal, hier oben war noch das Restaurant. Kann ich da denn endlich rein? Weil das ist zum Beispiel noch so ein Ding, wo ich denke, so, wann darf ich das endlich? Willkommen im Goldenen Pelikan. Habt ihr heute eine Reservierung? Immer noch nicht, nee. Tut mir leid, für den Goldenen Pelikan bedarf es einer Reservierung. Bitte verlass diesen Ort. Husch, husch. Na gut. Wie kriegen wir eine Reservierung? Ich muss bald wieder nach Hause, aber ich möchte erst das Goldrang-Finale sehen. Der Champion soll eine echte Berühmtheit sein. Hä? Goldrang-Finale? Ist das jetzt von dieser Arena? Oder ist das hier vom geilen Räderspiel? Okay, wir können jetzt hier rein. Dann reden wir erstmal mit dem. Willkommen in der Eremiten-Arena. Hier kämpfen die Mächtigen, die Mächtigeren siegen und die Mächtigsten werden zu Legenden. Hallo, können meine Freunde und ich am Turnier teilnehmen? Neue Herausforderer? Bestimmt, aber laut Regelwerk dürfen neue Teilnehmer höchstens zwei Gefährten mitnehmen. Außerdem sind Items verboten. Verstanden, danke. Dieser Ort ist genau das, was ich mir vorgestellt habe. Können wir es versuchen? Ja, ich würde gerne mein Team zusammenstellen. Ich würde gerne Zale mitnehmen und Valere oder Sirai und dann Rishan. Beast, du bist raus. Nein, das ist fies, ne? Ich weiß. Aber eigentlich würde ich schon ganz gerne
all die anderen drei oder vier mitnehmen. Und Beast nicht so gerne, wenn ich das denn darf. Weil Beast hat für mich den wenigsten Mehrwert hier tatsächlich aus der Gruppe. Okay, ich möchte mal ganz kurz gucken, was hier ist. Ah ja, nur eine Tribüne. Hier können wir sozusagen gucken. Ah ja, alles klar. So, komm wieder. Willkommen in der Ribiten-Arena, bla bla bla. Wollt ihr heute teilnehmen? Ja, wollen wir, denke ich. Bronze ran. Also wir müssen drei Bosse besiegen, oder wie? Hoffentlich sind das nicht einfach die Eremiten, sondern schon neue Gegner. Das würde mich... Also fände ich spannender. Ansonsten würde ich das schon fast rauscutten wollen. Oder irgendwie beschleunigen oder so. Mal gucken. Also ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Die Marionetten des großen Alchemisten könnte lustig sein. Wer hat noch Lust? Ich mach's. Perfekt, los geht's. Ach so, ich darf das gar nicht auswählen. Gut, die stellen sich selbst zusammen. Gut, dass er die lustig findet. Naja, ich bleib einfach so. Wir gucken mal, wie es so läuft. Arena betreten? Ja, klar. Was soll ich groß ändern? Was ist das für ein Tiger? Kommt der denn her? Zick. Okay. Guten Tag, Leute von Brisk und darüber hinaus. Willkommen in der Eremiten-Arena. Heute ist ein besonderer Tag, denn unser neuer Herausforderer wird von der mächtigen Mondmönchin begleitet, die unsere Stadt an jenem schicksalshaften Tag vor der Zerstörung bewahrte. Gibt's nicht. Angeblich kann sie unter Wasser atmen. Hussa! Ist sie aus dem Dokaridorf? Ruhe, heißen wir nun Beast, den lebendigen Glasgolem und seinen Gefährten willkommen. Juhu! Beast, Beast, Beast! Werden sie den Bronzerang schaffen? Wir werden sehen. Im ersten Kampf erwartet sie niemand Geringeres als der berüchtigste, unbarmherzige, schreckliche, klauenlose Krabbenclub. Ja! Ich dachte, wir kämpfen jetzt tatsächlich gegen andere reale Menschen, halbwegs zumindest. Und das sind einfach Krabben, die sich angemeldet haben. Oder ist das so eine Arena, wo die Bestien gefangen halten und die dann reinschicken? Na gut. Die mag ich besonders. Also jetzt zu essen oder sonst so persönlich unter Freunden? Ruhe, möge der Kampf beginnen. Okay. Ist das jetzt... Aber das ist nur Runde 1, oder? Also das ist jetzt nicht alles für den Bronzerang, oder? Training Krabbo, Krabbo und Krabbo. Das ist Training Krabbo. Und dafür brauche ich Stumpf und Gift. Kriege ich hin? Ja, kriege ich das hin? Der macht ja Gift. Ja, dann sollte es gehen. Stop it. Finde ich eigentlich ganz mal interessant, so ein vorgegebenes Team zu haben. Dann kämpfe ich zumindest auch mal mit Beast. Dann sehen wir den auch mal ein bisschen mehr, weil ich ja nicht so gern gegen mit den kämpfe. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Irgendwie überzeugen mich seine Attacken, glaube ich, nicht. Oder seine Fähigkeiten sind zu speziell. Und dass er, glaube ich, Arcan hat, da nehme ich Reshan halt lieber. Aber das ist so ein bisschen das Problem. So zweimal Gift. Ja, das kriegen wir, glaube ich, nicht so gut hin, ne? Mäßiger stumpfer Angriff, Kräfteschmetterschlag. Ist alles Arcan, Arcan stumpf, haben wir alles nicht. Und es gibt selten als Karten einfach Arcan, glaube ich. So langsam höre ich mich wieder nasal an, wenn ich so viel rede. Ja, finde ich doof. Machen wir das mal so. Ja, haben wir den aufgehalten? Haben wir zweimal Gift gemacht, dadurch, dass ich getroffen habe, ne? Ach ja. Weil das ja... Ja, okay. Ich kapiere das immer noch nicht so ganz. Also, kapieren schon, aber ich denke da nie dran. Dass wenn ich hiermit zum Beispiel angreife und das Ding Timing-Treffer mache, macht Valeria ja Doppelstumpf und Mond durch die Magie, die ich dazu gefügt habe. Und bei Reshan ist das ja Doppelgift und Arcan. Da denke ich irgendwie nie dran, dass er Doppelgift wegmachen kann. Für mich ist das immer gleich so ein, okay, ich brauche die Giftsalbe von C-Roy.
das ist jetzt schon Geschichte, ne? Ich denke, das war der erste Kampf von mehreren im Bronzerang. Unglaublich, der clownlose Kramklopp wurde in Rekordzeit besiegt. Naja, mir nicht mal Mühe gegeben. Beast, Beast, Beast! Und die ersten Fans. Und jetzt direkt aus dem Moorland präsentiere euch die bombastischen Bomberbrüder. Ah ja, die sehen schon eher so nach Kandidaten aus. Das wird bestimmt toll. Ruhe, möge der Kampf beginnen. Ja, jemand, der in so einer fetten Arena mit Publikum Ruhe möchte. Nee, sorry, ist falsch. Ja, ich habe keine Arkan-Kraft gerade. Deswegen lassen wir das einfach mal. So. Ich weiß jetzt nicht, wie spannend das ist, ehrlich gesagt. Wenn ich mir hier einfach normale Gegner besiegen muss. Ich glaube, ich spule das einfach mal für euch vor. Aber das ist besser an der Stelle. Ja, alle weg. Ich denke, das machen wir jetzt einfach für die restlichen Kämpfe. Außer es ist irgendwas Besonderes. Welch Talent! Die bombastischen Bomberbrüder hatten gegen Beast keine Chance. Beast ist bestimmt bald am höchsten Rang. Hören wir dem Sprecher zu. Bitte um einen kräftigen Applaus für den Champion des Bronzerangs im letzten Kampf heute Abend. Direkt aus dem verfluchten Wald. Die Ghoul Ghoul Gangster Gruppe. Geil. Ja, sieht auch schon aus wie so Gangster. Gangster-Rapper hier. Die Pose hat mein Freund auch drauf. Ist dein Freund vielleicht ein Ghoul-Ghoul? Ruhe, möge der Kampf beginnen. Weg. Wir werden sogar immer wieder vollgeheilt. Nach dem Kampf. Das ist cool. Es ist geschafft, Leute. Die bisherigen Champions des Bronzerangs wurden besiegt. Beast, Beast, Beast. Hoch lebe der neue Bronze-Champion. Damit ist der heutige Kampf beendet. Glückwunsch, Beast. Ich würde sagen, das war verdammt leicht. Deswegen werden wahrscheinlich Silber und Gold vor allem echt schwer werden. Hier ist dein Preis für den Abschluss des Bronzerangs. Glückwunsch. Sophie jetzt. Das hätten die ruhig mal früher öffnen können. Würde ich jetzt sagen.